Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kennen Sie diese Utensilien hier? Die werden hier nämlich gleich benötigt. Wir sind beim Schnupfclub Sulzimos. Und da bin ich gespannt, was jetzt passiert. Du bist also der Vorsitzende hier vom Schnupfclub, ja, oder? Stimmt der, das? Der Vorsitzratsaufsitzende. Sehr gut. Wie viel seid ihr hier? Oh, so, der Verein hat ungefähr so 220 Mitglieder. Mhm. Aktiv Schnupfer, Dinger, richtig gut aktiv, vielleicht 12, aber die, wo dann auf Meisterschaften mitmachen, vielleicht so bis zu 20. Aha. Und die anderen sind halt passive Mitglieder, und wenn es was zum Feiern gibt, dann trifft man sich auch. Ja, da machen die auch mit. Und das heißt, wie funktioniert das? Also wie kann man hier mitmachen und wie lernt man das? Mitmachen kann ja prinzipiell jeder. Ja. Wenn du sagst, du möchtest zum Schnupfclub gehen, dann gehe ich dahinter, hole einen Aufnahmeantrag, den unterschreibst und schon bist du dabei. Ja, okay. Genau, und wenn du natürlich ein richtiger aktiver Schnupfer werden willst, ja, dann musst du uns ein bisschen zuschauen beim Training. Mhm. Und also wirklich, ihr trainiert das? Ja, ja, das muss man echt trainieren. Ja, 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 also sonst wird das nichts. Damit die Nase groß wird oder was? Ja. Trainiere ich nein, da? Nein, wie man es reinschiebt. Die Technik, wie man es reinschiebt. Ganz genau. Weil du hast ja praktisch die 5-Gramm-Dose. Ja. Machst auf, da hast du so einen Latz rum. Aha. Und alles, was runterfällt, ist verloren. Aha. Darfst du nicht mehr in die Dose zurückschütten. Also musst du schauen, dass die Dose schön unter der Nase bleibt und dass du alles reinbringst und alles rausbringst und möglichst wenig versaust. Also das heißt, ihr trefft euch da, aber ihr trefft euch nicht hier einmal die Woche und probt das? Doch, ja. Vor Meisterschaften schon. Ja, vor Meisterschaften. Und da gibt es dann Techniken, die das ein bisschen besser machen. Genau, also das müsst ihr mir jetzt genau zeigen. Ja, ja. Jetzt gehen wir mal und schauen uns das mal im Detail an. So machen wir das. Gibt es Weltmeisterschaften? Ja, natürlich gibt es Weltmeisterschaften. Also aus welchen Ländern kommen die denn dann? Italien, Schweiz. Es echt? Gibt sogar ein... Verliere ich hier gleich was? Ja, hier dann mache ich die Pokale kaputt. Eure 100.000 Pokale, die ihr schon habt. Ja, 100.000 Euro wert. Also das heißt, und wart ihr dann schon öfter Weltmeister? Ne, Weltmeister war man noch nie. Aber Deutscher Meister, was war euer größter Erfolg? Dritter Platz bei der Weltmeisterschaft. Echt? Ja. Wow. Also so würde das jetzt bei einer Meisterschaft aussehen. Ja. So immer zwei gegeneinander? Zwei gegeneinander, so sind jetzt die Vorbereitungen. Okay. Die hocken jetzt da, ja, haben den Latz und den machen sie jetzt einmal rum. Okay. Ja, das bei der Weltmeisterschaft macht das dann der Schiedsrichter. Das können wir jetzt machen. Oder bei der deutschen Meisterschaft. Ja. Na, damit man nicht irgendwie hier türkt, oder was? Nein. Okay. Wenn dann der Latz runterfällt, dann ist der Schiedsrichter schuld. Das ist ein Stück für. Ja, okay. Siehst du? Mhm. Dann hat ja jeder seine Dose. Seine eigene Dose. Genau. Mhm. Und dann haben wir einen Schiedsrichter-Zeitnehmer. Ja. Der gibt dir die Zeitansagen. Praktisch Schnupfer fertig machen. Das heißt, was die jetzt gerade so machen. Den Tabak in der Ecke zusammenklopfen. Mhm. Dann kommt Dose öffnen. Mhm. Und dann Achtung, fertig, los. Und okay, erst dann darf er es mit dem Schnupftabak mit dem Finger berühren. Okay. Dose öffnen. Achtung. Siehst du jetzt, das ist jetzt alles auf den Haufen. Okay, und jetzt muss man einfach mit dem Finger ganz genau schnell den Tabak da reinschieben. Egal, nur in ein Nasenloch oder in beide, ist wurscht. Kannst du auch beide nehmen. Aber es ist zielführender, wenn du bloß eins nimmst. Warum? Ach so, weil wenn du da was reinschiebst, dann fängst du da ohne, fällst du da wieder raus. Okay, also man macht wirklich nur ein Nasenloch. Also wenn man jetzt eine große Nase hat, ist man von Vorteil. Ja, ganz am Anfang auch nicht, weil da stopft es nicht fest und fällt gleich wieder runter, wenn es zu groß ist. Ach so.
Ja, Kunst. Ihr müsst es richtig reinstopfen, ja, ja. Festdrücken. Das wird eingedrückt, ja. Nein, ist es ja, und ist es ja du, du wirst es jetzt dann schon langsam merken, jetzt, wenn dann 30 kommt. Wie viele 30? Sekunden sind wir schon? 30, okay. Ja. Und weil dann wird schon weniger in der Dose, ja. Die Nase ist voller. Und jetzt muss man 45. aufpassen, dass nichts runterfällt und dass man viel rausbringt. Und so wie der Sepp, der fängt jetzt dann langsam an zum Zusammenkratzen da drin, dass er alles rausbringt, weil er möchte alles schaffen. Und jetzt fährt er dann mit dem kleinen Finger rein, holt den letzten Rest raus. Also erst mit dem Zeigefinger und dann geht es aus. Also jetzt muss man sofort aufhören, darf man nichts mehr. Genau, dann darf er nichts mehr machen. Jetzt bleibt er mit dem Kopf hinten, damit nichts mehr rausfällt. Richtig, genau. Aha, okay. Dann werden seine Finger abbesselt. Okay. Und dann kann er gehen. Kann er zum Rausschneizen gehen? Oder? Ah ja, macht man ja auch, oder? Das lässt man ja nicht drinnen. Nein, nein, er kann sich den auch in die Hand nicht mit Horn nehmen, also, wenn er braucht. Aber kann er alles machen, wie er will. Ah ja, okay. Und jetzt hat man hier noch den Rest. Jetzt sehen wir den Rest auf das Papier. Aha. Auf der richtigen Meisterschaft geht es umgekehrt. Da wird der Rest wieder in die Dose, weil da wird die Dose komplett mit Schnupftabak gewogen, dann die Dose wieder komplett rückwagen. Ja, okay. Hast du genau das Ergebnis? Du musst was aber aufschreiben. Ja, ja, ja. Okay. So, aber das haben wir nicht. Wir wiegen jetzt nur, was er übrig gelassen hat. Ah, und dann, das ist dann der Gewinner, der wenig, wo wenig übrig ist. Aber das hast du jetzt schon gesehen, wer da wahrscheinlich gewinnt. Ja, das habt ihr schon gesehen, ja, weil da war weniger, gell? Ja, genau, viel weniger. Der war's. Das ist das. Das ist ein Doppelaroma. Das ist der, wo da oben riech einmal, der riecht sehr gut. Ja, das riecht wirklich gut. Das riecht so Karamell-Lakritz eigentlich so ein bisschen. Frisch. Gar nicht so nach frisch. Ist ja wirklich Tabak, könnte man den auch rauchen, oder nicht? Ja, geht wahrscheinlich nicht. Ursprungsform schon, weil er wird als Tabakblätter gemahlen. Ja, eben. Und wenn ihr das, macht ihr das auch so ohne Weltmeisterschaft daheim, dass ihr schnupft? Schnupfst du daheim so? Ja, ich schon. Schon? Aber nicht natürlich den. Das ist mit Menthol ein bisschen. Menthol, also den weißen. Und nein, nicht den weißen. Ach so. Und warum schnupfst du? Also was macht das mit einem? Mei, der andere raucht. Der andere Das ist so, der gängige. Da tust du halt ein bisschen was auf, also nicht so viel. Wie halt, wenn du eine Tasse Kaffee trinkst. So halt. Und fertig ist Dann ist man schön klar. Ja, genau, jetzt ziehe ich die richtig scharf. Super, okay, dann probiere ich das jetzt aus. Ja. Da muss ich ja jetzt durch, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ich glaub auch. Genau, das Schnupfen ist gegenüber. Ich habe doch noch einen Nagel gefunden, der noch nicht hat. Okay, ich habe Angst, jetzt muss ich hier gegen den Weltmeister antreten, oder? So ungefähr. Ja. Na, okay, also stopp, jetzt warte mal. Also erst klopfen, wie, weil ihr müsst es noch mal anleiten. Klopfen. Darf ich schon? Ja, ja. Schnupfen fertig machen, schau. Du klopfst gar nicht. Ja. Ich hab's ja schon. Ah, du hast es geklopft. So, also. Und ist auch egal, mit welchem Finger oder das irgendwas. Ist egal. Das ist rechts, wenn du bist, ist kein, dann musst du rechts. Also, das war jetzt Schnupfen fertig machen. Jetzt klopfen ein bisschen. Also. Jetzt eine Dose öffnen. Mhm. Jetzt mach's auf. Okay. Schaut rein. Ja, und jetzt kannst du das dann schon schauen, wie du das nimmst. Ja, genau. Aber wie macht ihr das? Würdet ihr den Kleinen noch nehmen? Nein, oder? Ja, wirklich der immer Kleine den... ist schlecht. Okay, gut. Ja. Achtung, jetzt sage ich Achtung, fertig. Finger rein, los. Immer nah. Dosen atme ich ja ein. Ich habe voll eingeatmet. Ja, das geht schon. Das geht schon, sagt Dose sie. Immer nah an der Nase lassen. Ja, okay. Boah, das geht. Ich habe das voll reingezogen, glaube ich. Ja. Ah, ich ziehe das voll rein. Ich kann das gar nicht. Ich atme ja einfach rein Schirm. Nicht ziehen. Nicht ziehen. Nein. Du machst das andere gleich zu. Ich muss ja die Luft anhalten. Ihr seid ja krass. Das treibt mir gleich die Tränen in die Augen. Wann ist die eine Minute rum? Das ist ja schrecklich. Ich hab gar nicht gestellt. Ja, wir haben uns auch gar nicht gestellt. Das hat er vergessen. Jetzt müssen wir es nochmal machen. Bitte nicht. 30. Ich kann da gar nicht. Ich atme da währenddessen. Haltet ihr da die Luft an? Nein. Also, ja, man muss halt nur den Mund atmen. Ah, ja, klar. Das Nase geht natürlich das nicht. Das war der Fehler. 45. Okay, ich mach weiter. Das ist ja fies. Also, geht schon noch was. Ich hab das voll reingezogen. 55. Oh Gott. Ihr seid ja krass. Okay. Oh. Aus. Ja, sehr schön. So, Mädchen, jetzt machen wir das runter. Ja, ich bin fertig. Ich habe mir das da reingezogen. Also, was muss ich machen? Ganz ruhig sein, sonst fällt alles runter. Sonst fällt alles wieder runter. Finger rauf. Finger rauf? Ja, ich meine, dass man das wegfährt. Ach, das darf auch nicht mehr. Ja, freilich, Dose hinlegen. Ah, boah, das, so. Mir ist es bis hier hinten rein übrigens. Ja, das ist schon. Das ist schlecht, weil du es halt noch nicht kannst. Ich habe total eingeatmet. Ja, das darfst du nicht. Nur, wir haben ja gesagt, nur schieben. Ja, ihr habt es mir gut erklärt, muss ich sagen. Aber ich habe das mit dem Atmen nicht kapiert. Ja, also es ist nur verbesserungswürdig. Also gut, ich gehe jetzt mal erst meine Nase sauber, oder? Und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Genau. Also ich glaube, es geht sehr aber knapp. Es hat eigentlich trotzdem gut geschmeckt, muss man sagen. So,
So, das ist die Restmenge, was drin lassen hat. Sehr viel hat es nicht rausgebracht. Auf jetzt das erste Mal schon ordentlich. Ja, 0,68 Gramm hat es aufgebracht. Was, 0,68? Ja, auf jetzt das erste Mal ja nicht ganz schlecht. Also ich habe mich ziemlich amateurhaft angestellt, glaube ich. Gell? Also eigentlich alles, was man falsch machen kann, habe ich, glaube ich, falsch gemacht. Für das erste Mal war es sehr gut. Ja, das ist jetzt sehr nett. Ja, man muss nur schieben und nicht einatmen. Nicht einatmen. Ich hab's wirklich hier hinten. Das ist schlecht, wenn das in den Hals reinbringt. Aber es schmeckt eigentlich gut, muss ich sagen. Ja, also der hat einen guten Geschmack. Okay, und wie viel hat der Emil jetzt da reingestopft? Der hat 94. Ah, das gibt's ja gar nicht. Und ich habe da meins überhaupt gewogen. Und du hast, du hast ungefähr das, was er zurückgelassen hat. Habe ich noch gar nicht rein. Hast du genau die wenigen. Du hast 0,68 geschafft. Okay, also ich übe noch ein bisschen. Aber sag mal, wenn wir ein paar Mal üben, glaube ich, bist du ausbaufähig. Ja, wirklich, glaubst du das? Bist du ausbaufähig. Die sind sehr nett, gell? Ja. Also danke, dass wir da sein durften. Es hat Spaß gemacht. Danke. Schön. Das war's aus Sulzimos. Auf Wiederschauen. Bis morgen.